Pre-Playoffs oder Playoffs. Alles ist noch drin, von Platz 4 bis Platz 8. Es fehlen uns nur noch 2 Punkte, bis wir sicher in die Playoffs kommen. Was erwartest du von den kommenden Spielen? Gegen Lausitz habt ihr jetzt 3-mal gewonnen, sogar auswärts ganz hoch. Was denkst du, wie wird das Spiel? Ja, es ist erstmal schön, dass wir noch so spät in der Saison um die Plätze mitspielen können. Ja, wenn man die Formtabelle anschaut, Lausitz ist knapp hinter uns und ja, wird auf jeden Fall schwer. Die haben jetzt gute Gegner geschlagen, Kaufbeuren, Frankfurt und so weiter. Bei denen geht es noch um was richtig Wichtiges, um die Playoff-Teilnahme. Wird kein Selbstläufer und am Sonntag ist eigentlich ein ähnliches Bild. Ravensburg hat Qualität und da wird genauso schwer. Ja, Ravensburg ist auch ein direkter Verfolger auf die direkten Playoff-Plätze. Meinst du, es gibt nochmal richtig Feuer hier, einen heißen Tanz auf dem Eis? Ja, auf jeden Fall. Allein bedingt dadurch, dass wir ja noch um viele Plätze spielen können. Wir wollen jetzt auf jeden Fall unter die ersten 6 kommen. Wenn es noch weiter nach vorne geht, umso besser. Und ja, wir geben einfach alles. Und auch da geht der Puck weit am Tor vorbei. Nochmal Kette und Tor! Und ich hatte es gesagt, achten Sie drauf, Franz Repp geht meistens früh runter, also hochschießen. Ketter macht, Ketter trifft. Der Captain mit dem 1-0. Nach dem EV Regensburg ist Bad Nauheim die erste DL2-Station für dich. Wie fühlst du dich hier? Hast du dich gut eingelebt? Ich fühle mich sehr wohl in Nauheim. Ja, meine Erwartungen hat es alle erfüllt. Mich freut es einfach, dass ich eigentlich viel spielen durfte, dass ich Stammspieler war. Das war so mein primäres Ziel und ja, ich bin hier rundum zufrieden. Jetzt hast du dich leider 2-mal auch ganz stark verletzt, setzt im Moment auch aus. Wie siehst du denn das Spiel? Hast du vielleicht auch noch mal einen anderen Blickwinkel als die Jungs, die immer auf dem Eis stehen? Ja, ist natürlich ärgerlich, weil es jetzt keine typischen Verletzungen waren. 2-mal ist mir der Puck ins Gesicht geflogen. Ja, auf jeden Fall ärgerlich. Seitdem schaue ich halt von hier oben meistens zu. Ja, man sieht halt die Situationen oft anders wie unten am Eis. Wenn man sich mit den Jungs austauscht, gibt es natürlich teilweise andere Meinungen, wie man es selber gesehen hat oder wie die es unten gesehen haben. Aber ja, Spielen macht deutlich mehr Spaß. Ja, also gibst du auch Ratschläge oder ihr tauscht euch einfach mal über die Situationen aus? Ja, wir tauschen uns aus. Für Ratschläge, da bin ich nicht in der Position. Aber man redet ja so oder so immer über Spiele. Und das Tor! Reimer, der tankt sich da durch! Wurschtelt sich durch! Dennis Reimer und dann mit der Rückhand ins kurze Eck. Franz Repp geschlagen, vielleicht auch etwas überrascht. Und in der 25. Minute erhöhen die Teufel auf 2-0. Seit gestern ist auch der Schwede Frederik Wieden im Team. Wie verständigt ihr euch? Auf Schwedisch? Kannst du Schwedisch? Oder Hände, Füße, Englisch? Wie schaut das aus in der Kabine? Ja, bei Schwedisch schaut es ganz mau aus, aber er kann ein bisschen Deutsch. Er hat ja mit dem Andi Pauli bei München oder der Red Bull Akademie gespielt. Englisch sprechen die Skandinavier eh alle ziemlich gut, also es sollte eigentlich kein Problem sein. Ein Fuchs ist da zu Fall gekommen, einfach so ohne gegnerische Einwirkung. Pauli! Trifft die Scheibe nicht richtig und genau deshalb geht sie unter. Nach der Saison geht es für dich bestimmt auch in den Urlaub. Wie sieht dein Urlaub aus? Bist du eher so ein Faulpelz oder nur Action genauso weiter wie in der Saison? Nee, ich liege schon sehr gerne am Strand und lasse die Beine baumeln. Bin eher der gemütliche Urlauber, aber ja, ein bisschen Sightseeing gehört einfach dazu. Aber es sollte eigentlich hauptsächlich der Strand im Fokus stehen. Hast du schon einen Favoriten, wo du hinfliegen willst? Ja, wir haben jetzt ein Mykonos nach Griechenland gebucht. Sehr schön. Super. Fühlst du dich jetzt, du hast gesagt, du fühlst dich hier in Bad Nauheim sehr wohl. Wie nah ist vielleicht die Überlegung, auch noch eine Saison zu bleiben? Oder schaust du jetzt erstmal, wie die Playoffs laufen, beziehungsweise das Saisonende? Mir gefällt es hier rundum gut, das habe ich ja gerade schon gesagt. Mir gefällt die Stadt, die Umgebung. Hier macht es immer riesig Spaß, die Heimspiele zu bestreiten. Und ja, ich kann es mir durchaus vorstellen, nochmal hier zu bleiben. Sehr gut. Magst du dann auch vielleicht noch den Fans was mit auf den Weg geben jetzt in die letzten beiden Spiele der Hauptrunde? Gerne. Kommt zahlreich wie die letzten Spiele auch schon wieder ins Stadion. Die Mannschaft hat sich's verdient. Ihr seid der 7. Mann und wir brauchen euch, dass ihr hinter uns steht und dann ist noch viel möglich dieses Jahr. Sehr gut. Vielen Dank und dir noch gute Besserung. Es ist schnell wieder zurück aufs Eis. Hier der Hinweis, jetzt ein 2-1. Niederberger und Silvester.
Niederberger auf Silvester. 4-1. Und ich mache den Deckel drauf in dieser torarmen Begegnung. Oder chancenarmen Begegnung, besser gesagt. Knapp 9 Minuten vor Schluss.